Hallo und herzlich willkommen zu Mechabellum, dem Spiel der Stunde vielleicht, so ein bisschen. Pass auf, Leute. Maxim hat mich auf Instagram übel hart reingefrontet und hat gesagt, Henno, spiel dieses Spiel unbedingt. Ich glaube, der will auch gegeneinander zocken. Es ist quasi TFT. Teamfight Tactics, ne? Damals, Dota Auto Battle Dings, wie das hieß. Erinnert ihr euch noch? Da kam dieses Genre auf. Ist schon wieder ein paar Jahre her. Und Mechabellum ist das neue Ding. Und ich glaube, wir schauen uns am besten einfach mal den Trailer an. Es ist aktuell auf dem Test-Server. Also es kommt noch raus. Kommt noch am 11. Mai raus, in 2 Monaten. Und ihr seht schon, wenn ihr jetzt schaut, meine Page. Maxim hat da 22 Stunden drin. Johnny hat's gezockt, 12 Stunden. Papfi, Eis ohne Waffe. Es ist insane wohl. Die Leute, meine Bubble, sage ich mal, meine Indie-Bubble zockt das gerade viel. Und wie gesagt, ich würde einmal, es ist jetzt completely blind. Naja, completely nicht ganz, weil ich habe mir einen Stream von Maxim gegeben, aber nur so nebenbei, Second-Screen-Erfahrung, weißt du. Wir schauen uns mal einen Trailer an und dann gehen wir rein. Genau, also ihr positioniert auf einem Schlachtfeld eure Truppen, so ein bisschen Tech-mäßig oder StarCraft-mäßig oder so. Und wenn man fertig platziert hat, man kann die Sachen wohl auch alle upgraden und, ne, wie, ähnlich wie bei TFT wohl auch rerollen oder wenn eine Runde vorbei ist, sich halt entscheiden, wie man jetzt die Aufstellung verbessert. Und mehr weiß ich eigentlich auch nicht, so vom groben Beobachten bei Maxim und Johnny haben es gezockt, Maxim und Papfi, also auch viel gegeneinander, auch miteinander Koop geht, 2 gegen 2 ist wohl geil. Ja, und den Rest schauen wir uns jetzt, denke ich mal, ganz analytisch hier in typischer First-Look-Manier an. Mechabellum. So. Sah doch schon ganz interessant aus, finde ich. Und jetzt haben wir verschiedene Optionen. Wir haben halt Einzelspieler, ich glaube, es ist lame, aber es gibt so Testgelände und gegen Bots ist vielleicht angebracht. Ansonsten gibt es halt Multiplayer und da gibt es jetzt noch nicht so viel. Man kann halt einen Raum erstellen. 1 gegen 1, 2 gegen 2. Aber ich glaube, da werde ich jetzt, weil ich completely blind 3G, da werden wir keinen Spaß haben, weil ich wahrscheinlich komplett überrannt werde. Gibt einen Überlebensmodus. Also was jetzt schon vor Release alles gibt, teste deine Grenzen gegen Horden vom Feind alleine oder mit Freunden. Ich würde einfach mal sagen, gegen Bots und wir machen tatsächlich mal einfach. Weil mir geht's jetzt, also Loading Screen, das ist mir schon aufgefallen bei Maxim, ist ja disgusting. Und wir haben jetzt hier die ganze Zeit den Chat an. Okay, man kann direkt Bug melden. Interessant, aber kann ich den Chat auch ausmachen? Genau, man wählt so ein Start-Setup, steht ja oben. Und Teil davon ist ja, eine Unit. Dann, nee, 2 Units. Und ich glaube, Maxim sprach immer von einem Commander und einer Commanderin. Schnellversorgung SPC. Versorge dir in der ersten Runde. Versorge dir in der ersten Runde 200 Vorräte, alles klar. Erhalte 100 zusätzliche Vorräte pro Runde. Verringert aber den ANG aller Angriff aller Einheiten um 15% und die TP kann Einheiten der Stufe 3 rekrutieren. Klingt krass. Besorge dir 15 zusätzliche Vorräte pro Runde. Klingt auch gut. Also hier ist 100 jede Runde, aber mit Downside, dass die Units schwächer sind. 200 in der ersten Runde und hier jede Runde 50. Naja, und dann muss man halt gucken, auf welche Unit man gehen will, aber da fuchst man sich erst mit der Zeit rein. Okay, hallo. Ich mache mich mal dahin, weil ich sehe hier gerade schon, wir haben hier am Rand ein paar Sachen. Ja. Okay, also, wir haben jetzt Zeit, wahrscheinlich sehr viel Zeit, weil es gegen Bots ist. Normalerweise, glaube ich, 1 Minute. Und da ist der Gegner, das ist ein 1-1er. So, was wir jetzt machen können, wir können unsere Stahlkugeln nehmen. Achso, Drag and Drop, oder? Ah, mit links. Ah, okay. Und dann sieht man auch, was die angreifen werden. Aber wenn, aber die Frage ist ja, im Multiplayer sieht man die gegnerische Startaufstellung, ne? So, es gibt anscheinend Türme.
Kommandozentrale. Okay, gucken wir uns gleich an. Ich will die schon, ich glaube, horizontal aufteilen. Und ich habe das Gefühl, diese komischen Raupen oder Stahlkugeln, die könnten vielleicht ein bisschen tanken, oder? Also jetzt erstmal, was haben wir denn hier alles? Wir haben auf der linken Seite eine Übersicht über das, was wir gerade angewählt haben, ob das eine Unit ist oder ein Gebäude. Wir haben ganz rechts die Möglichkeit, glaube ich, Dinge zu kaufen für eine Ressource. Die Frage ist, ach so, so viel haben wir. Und da steht auch, wie viel wir pro Runde bekommen. Nämlich in der ersten Runde plus 200, in der zweiten Runde 400, in der dritten Runde 600. Dann ist dieses pro 50 pro Runde gar nicht so viel, oder? Hm. Okay, dann haben wir unseren Kader und unsere Geräte. Mhm. Also Geräte gibt es auch. Und das sind wahrscheinlich hier die Dinge, die man hier auch, okay. Okay, also man kauft Upgrades für die Units. Nutzt zerstörte Gegner, um mehr Crawler zu erschaffen. Der erschafft aus kaputten Gegnern Units. Zerstörte Crawler hinterlassen in einem Radius von... Okay, also man kann die mega optimieren, die einzelne Unit. Die Frage ist, wenn ich die jetzt upgrade, ist die hier auch upgegradet? Oder wirklich nur der Trupp, den man ausgewählt hat? So, das heißt, man kann sich wahrscheinlich unterscheiden, weil die haben auch einen Rang. Ach, die sammeln EP. Töte feindliche Einheiten, um XP zu verdienen. Krass, das heißt, man levelt die nicht so, sondern kauft nur welche dazu. Und die kann man aber dann ausstatten. Okay, ich kann halt nur die beiden gerade rekrutieren. Wobei, was ist das? Schildgenerator erzeugt ein Energieschild, der 40.000 Schaden absorbiert. 40 oder 400.000? 40.000. Es verschwindet dauerhaft, wenn es zerstört wird. Oh. Eine Verteidigungsrakete mit einmaliger Verwendung. Okay, also es sind so einmalige Sachen, wenn man wirklich jetzt eine Runde für sich wahrscheinlich. Und was ist das hier für ein freier Platz? Okay. Ich glaube, ich verstehe. Hier sind einfach alle aufgelistet, die man hat auf dem Board. Und die kann man gleichermaßen upgraden im Level. Oder? Für 100? Okay, wir checken das gleich. Erstmal, ich kann mir hier was hinzuholen. Bitte wählen Sie das Gerät aus, das Sie entsperren möchten. Und das kostet nichts. Okay, wir haben jetzt... Dann gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben nur Boden. Mhm. Und die machen... Wie viel Schaden? ATK ist das Symbol. 1. Okay. Das ist nicht viel, oder? Der hat 131 ATK. Und ist auch nur Boden. Wir haben nichts gegen Luft. Okay. So. Aber was, warum gibt es dann die? Also was machen die, wenn die nur ein ATK haben? Die sind wahrscheinlich sehr schnell. Nö. Genauso schnell wie die. Okay, die haben einfach disgusting viel Leben. Die haben disgusting viel Leben. Das sind tatsächlich übelste Tanks. So, das ist ja die Frage. Erhöht TP um 60%. Wandelt zugefügten Schaden in TP um. Leute, hat Lifesteal. Verkettet benachbarte Stahlkugeln aneinander. Erhöht die TP um 120. Okay, das sind absolute Tanks. Zerstörte Kugeln schaffen 7 Level 1 Crawler, um weiterzukämpfen. Okay, das ist alles sehr interessant. Okay, die Frage sind, was sind Crawler? Die ganze Zeit Crawler, aber gut. So, wir haben Mustern, Digga. Der kostet sogar was zu entsperren. Vulkani, Scharfschütze. Aber ist der auch, wir bauen jetzt mal was gegen Luft. Also ich glaube, eine, haben die hier Luftunits? Nö, oh, die sehen viel cooler aus. Ich habe richtig, wobei die Rollen sind schon ganz witzig. Er rollt mit seinem Besten. Okay. Nur Boden, nur Boden. Luft und Boden. Eine Wespe. Ist selber Luft. Ein Hacker. What the fuck? Phönix, Phoenix. Phönix. Luft und Boden. Mhm. Schwerer. Riesiges, riesiges Flugzeug. Das klingt ganz gut.
Schmelzpunkt. Riesiger Bot gegen Einheiten. Wallah. Riesiger Wachroboter. Okay, also es gibt auch riesige Units. Mustang ist gegen Luft und Boden. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen eine Luftunit, die am besten auch gegen Luft ist. Aber gegen Luft und Boden. Also Phönix oder Wespe. Worin unterscheiden die sich grob? Große Reichweite, hoher Schaden und hervorragend darin, Ziele mit hohen Lebenspunkten aus der Ferne zu treffen. Wespe, schnelle und fragile Lufteinheiten. Sie können furchtbaren Schaden anrichten, solange ihre Gruppe intakt bleibt. Nö, ich glaube, so Sniper von hinten fliegend? So, jetzt habe ich den hier. Und jetzt kaufe ich den? Voila. Alter, ich habe X-Wing. Okay, aber noch weiter nach hinten, oder? Nee, ist egal. Okay, wir machen einfach mal Go, oder? Der hat die ganz anders aufgestellt. Die Sau. Oh mein Gott. Deswegen haben die nur einen Angriff, weil die so Laser haben. Ja, aber hier werde ich ja komplett gemacht. Also die sind richtig schlecht gegen kleine Units. Jetzt haben die hier irgendwas zerstört. Eine Kommandozentrale, ja. Aber ich mach das ja... Die sind ja übel langsam. Warum sind die so langsam? Sind die gedebufft? Guck mal, aber fast Level up. Alter, ich bin vollkommen invested direkt. Wahrscheinlich geht es darum, wer zuerst beide Kommandotower abgerissen hat, oder? Who knows? So, den macht ihr doch easy. Ja. Ciao. Die machen, glaube ich, auch immer umso mehr Angriff, umso länger die angreifen. Umso mehr Schaden. Ne, Digga. Hast verstanden. Oha! Okay, ich habe verloren. Ah, jetzt kriege ich hier Damage, je nachdem, wie viel übrig sind. Das ist so wie bei TFT, yes. Also, dieselbe Mechanik. Und ich habe Gesamtlebenspunkte. Okay. Und jetzt kann ich eine Verstärkung wählen. Beide Seiten haben in jeder Runde die gleiche Verstärkungsoptionen. Also sage die Strategie deines Gegners voraus. Ach, er bekommt dieselben Vorschläge. Okay, und manche kosten auch was. Reduziert die Teleportationszeit für Angriffseinheiten, die im Rücken des Feindes stationiert sind. Um 50%. Man kann sogar hinter die Gegner die positionieren? Mit dem Teleporter, aha. Dann, die Reichweite von Sledgehammer erhöht sich um 30, aber die HP sinken um 30. Ja, Sledgehammer habe ich ja nicht, oder? Anti-Interferenz-Modul. Geräte, die mit diesem Angriff Artikel ausgestattet sind, sind immun gegen elektromagnetische Störung und die Kontrolle durch Hacker. Ich glaube, eben hatten wir diese elektromagnetische Störung, oder? Das sah so aus. Feuert ein... Warum habe ich hier die ganze Zeit einen Chat... Nein! Ich habe das, glaube ich, gerade weggedrückt und dafür habe ich jetzt was gut geschrieben bekommen, weil ich nichts genommen habe. Okay. Also, ich habe das Gefühl, diese Mustangs sind ein... Nee, Vorschlaghammer. Das sind diese Sledgehammer. Scheiße, und der hat die wahrscheinlich jetzt sogar verbessert. Hm. Also, die hier dürfen actually nicht tanken. Weil die machen... Nur neu beschworene Einheiten können bewegt werden. Okay. So, was können wir... Ach, ein Forschungszentrum und ein Kommando... Okay. Die Zerstörung des alliierten Forschungszentrums wird zu einer vorübergehenden Lähmung aller alliierten Einheiten führen. Ach, das hatten die. Reduziert Bewegungsgeschwindigkeit... Okay. Und hier kann ich was machen? Erlaubt den Einsatz von Atomwaffen. Okay. Wiederherstellung vor Ort. Ermöglicht den Einsatz von Wiederherstellung vor Ort. Zerstöre einen bestimmten Trupp und erhalte eine volle Rückerstattung. Ah, okay. Also ich kann so refunden. Mobiles Leuchtfeuer. Ermöglicht die Verwendung von mobiles Leuchtfeuer. Gibt den Bewegungspfad der ausgewählten Einheit an. Ah, dann sehe ich, wohin die Gegner gehen oder wie? Also sehe ich doch so. Hm. Was noch? Verbesserung des Angriffs. Erhöht ATK aller Einheiten um 10%. Hm, erhöht die TP aller Einheiten. Okay. Kommandozentrale. Wird zu einer vorübergehenden Lähmung. Ach, selber Effekt, wenn die zerstört wird. Okay.
Für null. Schnelle Nachschubversorgung. Besorge dir sofort 200 Vorräte und erhalte in der nächsten Runde 300 weniger. Ah. Ich habe das Gefühl bislang, es gibt super viel unterschiedliche, also erstmal ganz viele unterschiedliche Strategien, aber auch so taktische Möglichkeiten, auch kurzfristiger Natur, wie man sein Spiel komplett modifizieren kann. Ich habe hier 1000 Tools an der Hand, ist ultra geil, wenn man, ne, ist jetzt am Anfang erstmal alles super neu und ich bin overwhelmed, aber kann ich ja einordnen. Ich weiß ja, wenn ich jetzt hier 2-3 Stunden gezockt habe, wahrscheinlich gehe ich heute nach Hause und spiele es direkt weiter, dann bin ich direkt schon mehr in der Materie und habe einen Gameplan grob, weiß, wohin ich will oder probiere Sachen aus. Erhöht die Anzahl der Einheiten, die in dieser Runde gekauft werden können, um 1. Level 2 Einheiten können in der Runde gekauft werden. Aber nur in der Runde? Mhm. Gut, also die haben jetzt auch ein bisschen gelevelt, ne? Aber die sind früh draufgegangen. Oh, diesen Level up. Für 100. Kriegt der dann doppelt so viel Leben, doppelt so viel Angriff. Und sieht auch optisch ein bisschen anders aus. Mhm. Gut, wir müssen hier was irgendwie unternehmen. Also, ich brauche was Effektives gegen große Einheiten. Oh, diesen Level up, okay. Weil eigentlich sind die effektiv gegen große Einheiten, habe ich das Gefühl. Oder größere. Was mache ich? Kann wieder hier was dazu holen. So ein Oberherr dazu holen. Ja, oder? Produziert viel Wasps, die alle 26 Sekunden am Kampf teilnehmen. Das ist so ein Flugzeugträger. Junge, kann man den Chat ausblenden? Das ist ja übel annoying. Why? Kann man das? Vielleicht kann man es wirklich. Einstellung? Sprache und Chat? Oder verschieben? Hm. Ausblenden. Geil. Perfekt. Also, genau. Mutterschiff. Sprungantrieb. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von dem Vieh um 5 und ermöglicht es, dass Overlord während der Einsatzphase jeder Runde frei neu positioniert werden kann. Was ist Overlord? Was ist Overlord? Ist das eine andere Unit? Ach so, Oberherr, Overlord. Ja, Übersetzung, ne, ist Testserver. Also ich kann den jede Runde neu setzen, wenn ich das... Okay, let's fetz, pass auf, ich habe einen Gameplan. Plus 200 Vorräte. Oberherr freischalten, Oberherr setzen. Maschallah. Und Oberherr... Ja... Ja, die tanken ja. Aber ich will auch, dass die Kleinen eher... Also der so ganz als letztes vielleicht... Oder vielleicht ist er selber wirklich ein guter Tank. Müssen wir ausprobieren. Wir können ihn ja umsetzen. Ja? So. Mehr können wir nicht machen. Let's go. So, wann schießt der? Und wann produziert der Units? Yo! Yo, das ist viel besser. Yo, das ist alles viel besser. Oh, die sind auch erst Stufe 2, aber die... Okay. Hier sollte easy sein, oder? Wie ist hier? Die sollten eigentlich auch rasieren, glaube ich. Naja, aber das sieht gut aus. Guck mal. Eh, die den Überherr... Nee, wie heißt der? Oberherr? Ja, easy round! Zu null. Weg. Ich muss mal gucken, ob ich auch flankiere und Sachen mache. Alter, haben wir den... Ah, je nachdem, wie krass die Unit ist, macht es auch mehr Damage, ja? Ja, ich kann überspringen. Das habe ich eben gedrückt. Und dann kriege ich... 50 Versorgung mehr. Okay. Erhöht sofort die XP eines gewählten Trupps auf den Maximalwert. What? Verringert die Abklingzeit aller Schlachtfeldfähigkeiten um eine Runde. Es gibt Schlachtfeldfähigkeiten?
Wirf ein Nashorn aus der Luft ab, um deine Feinde anzugreifen. Abklingzeit 3 Runden. Hey, das sind Fähigkeiten, die wir... Und das kann ich jede Runde machen. Auf Max-Level. Intensives Training. So, wo habe ich das jetzt? Hier? Geil. Überher. Intensives Training. Digga, du bist der Oberherr. Gut. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Oberherr um 5 und ermöglicht es, dass Oberherr, nee, Overlord, während der Einsatzphase jeder Runde neu, ja, neu positionieren oder Reichweite und Flächenschaden um 5 Meter erhöht. Okay, mehr Reichweite und mehr AOE, aber dafür 40% weniger Schaden. Jetzt ist die Frage, der Wert 5, ist der Flat gut? Also Reichweite haben wir 110 und das wären dann 115. Das ist jetzt kein riesiger Unterschied, oder? Aber wo ist AOE-Wert? Vielleicht ist AOE krass um 5, aber ich sehe jetzt leider hier nicht, was hier AOE sein könnte oder ob es das überhaupt angezeigt ist. Der hat auf jeden Fall mit Abstand am meisten Damage gemacht. Letzte Runde. Das sind die untersten 3 Zeilen, wie der performt hat. Und das ist wahrscheinlich, das unterste ist wahrscheinlich Anzahl der Kills. Ja, da merkt man, ne, Testserver, hier ist noch vieles so ein bisschen abgeschnitten und Übersetzungen. Ist eigentlich ein Spiel aus dem asiatischen Raum, glaube ich. Was interessant ist. Die sind alle, ja, dann leveln wir einfach die noch. Geil, das ist jetzt eh eine Sparrunde. Ich habe ja letzte Runde hier das gemacht und dann habe ich ja jetzt weniger. Okay, Abfahrt. Hat er was Neues? Ja, hier hinten. Linke Flanke sieht gar nicht gut aus. Schön. Die beiden nimmt er immer raus. Ja, diese Raupen sind halt so bad gegen die kleinen Viecher, weil die ja so einen Fokusangriff haben auf ein einzelnes Target. Oh, das sieht irgendwie gar nicht so gut aus. Wann spawnt er denn seine Wespen? Weißt du das? Jo, die one-shotten einfach? Oh Gott. Schön. Geh mal nach links, Bro. Die haben halt übel die Sniper, Junge. Die sind da übel geil. Scharfschütze, ja. Schön. Erstmal verteidigt. Ja, aber die Scharfschützen sind ja krank. Aber ich zerstöre noch gut was. I mean, war eine Sparrunde, ne? Jetzt die Frage, behält er das Level? Weil ich kann ja jetzt schon wieder trainieren. Rauchbombe. Ist die Umrandung? Was sagt die aus? Welche Art von Ding das ist? Also Fähigkeit oder was weiß ich? Oder ist es Seltenheitsgrad? Rauchbombe. Setzt Rauch in einer geraden Linie frei, wodurch die Reichweite... Bla, langweilig. Orbitalspeer. Ein Wolframstab. Wieder eine geile Übersetzung. Mit hoher Geschwindigkeit wird aus der Umlaufbahn geschleudert und fügt... Okay, also es ist eine Damage-Fähigkeit. Vulcans Trefferpunkte werden um 40% erhöht. Mhm. Nur riesige Einheiten. Produziert alle 13 Sekunden 2 Sledgehammer-Panzer. Okay, so jetzt ist der immer noch Stufe 2. Geil. Und wenn ich jetzt die Fähigkeit wieder mache? Ah ne, okay, jetzt ist eine Runde abklingen. Okay. Gut. Und das ist jetzt, kann nur von Rieseneinheiten ausgerüstet werden. Der hat das jetzt. Der produziert jetzt alle 13 Sekunden Sledgehammer. Und Sledgehammer sind das hier. Mhm. Mhm. Okay. Ich skille, dass ich den repositioniere. Und mache das auch. Und ich glaube, hier ist doch, ja. Ne? Also ich könnte hier auch, krass, ich sehe es. Mhm. Okay, pass mal auf.
Ihr habt das Gefühl, er ist ja besser aufgehoben. Vor allem am besten sogar ganz links. Aber der muss später ja, so. Also Hauptsache, die Sniper fokussen nicht als erstes ihn, oder? Weil das sind ja schon hier die Tanks, die Stahlkugeln. Gut. So. Ich will voll auf den Oberherr gehen. Ist ja klar. Angriffsreichweite um 40 erhöht. Ach, man muss es erst skillen, dass er diese Wespen produziert. Abfahrt. Der produziert jetzt zwei Sachen. Der produziert Wespen und diese Sledgehammer. Hä? Das ist ja insane. Dann positionieren wir den Mittel, oder? Okay, und wir geben ihnen mehr Reichweite. Okay. Oh, die haben sich jetzt, die Kosten haben sich stark erhöht. Voll gut. Ja, nochmal Raupen. Ja. Ach, die kleinen Drecksviecher sind Raupen. Schön in die Backline. Oder nicht? Das wäre nur Level-Up, aber da habe ich keine Kohle für. Abfahrt. Wo sehe ich jetzt den... Oh, der hat Sledgehammer rausgehauen. Daneben. Der schießt nicht in Lauf, der Vollidiot. So, Wespen hat er auch beschworen. Schön. Was? Der hat meine Taktik geklaut. Tut es. Die können Luft nicht angreifen, nur die Sniper. Und die hageln den richtig weg. Greift doch das Ding an. Das läuft Katastrophe. Mayday. Gut, gut, gut. Das ist natürlich nicht gut. Ab der nächsten Runde 150 mehr Vorräte. Scaling. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie mehr Units brauchen, mehr Futter. Und irgendwie... Noch ein Oberherr? Ich muss sagen, auch wenn ich anerkennen muss, dass meine Taktik ineffektiv ist, macht es übel viel Spaß. Ich liebe diese Units schon jetzt. Ich liebe immer so dieses Thema Flugzeugträger oder Truppenspawn-Unit, whatever. Gibt es ja immer mal wieder in Spielen. Was fehlt mir denn in meinem Mix? Eigentlich... Mich fuckt es ein bisschen ab, dass die Kleinen immer fokussiert werden. Und da, also die Sniper, die sind ein Problem. Vielleicht brauche ich selber einfach Sniper? Hacker? Hier ist Scharfschütze. Also erstmal kann ich den Oberherrn wieder leveln, ist ja klar. Jetzt ist der sick. Jetzt hat er, glaube ich, maximales Level. Sturmrufer. Eine sehr zerbrechliche Einheit, die sich durch Spritzschaden auf sehr große Entfernung in einem großen Gebiet auszeichnet. Achso, Artillerie. Artillerie. Ja, dann pass mal auf. Wir gehen über die rechte Seite. Supporten das mit Artillerie. Und ich will einfach eine Seite richtig heftig gewinnen. Oder wir machen eine Festung. Riesiger Wachroboter. Die Lenkwaffen mit hohem Schaden gegen den Feind einsetzt. Ja, wir brauchen jetzt mal die Wände. So ist gut. Vielleicht hier hin? Es wäre geil, wenn der den Sniper angreifen würde. Aber ich will auch nicht, dass die Sniper ihn angreifen. Weißt du? Ich glaube, wir machen es so. Der greift die Stahldinger an. Der greift den an. Das will ich nicht. Jetzt greift er auch den Stahl, die Stahlkugeln an. Okay. Die sind halt übel bad. Also die werden einfach richtig schnell hops genommen, ne? So, jetzt haben wir noch 50.
Eine Verteidigungsrakete mit einmaliger Verwendung, die in der Nähe des Feindes detoniert. 4000 Schaden verursacht und gegnerische Einheiten. Aber wann? Zum Start oder? Oh. Ups. Ja, dann los. So, du spawnst jetzt erstmal Sachen. Genau, schöne Sledgehammer. So, und jetzt will ich aber Performance. Schön. Oh, okay. Ja, das ist doof. Aber hier auch, oder? Nee, der Defty. Ja, die Kleinen, die ziehen das ganze Feuer auf sich. Es ist so bad. Die schießen ja immer auf irgendeine kleine Scheiße. Nimm die Sniper bitte raus. Oh, Junge, der macht aber Schaden. Ja, ich brauche irgendwie Kanonenfutter. Ich brauche Kanonenfutter. Ich bin ja noch am Lernen. Ich probiere aus. Hallo. Ich baller da jetzt Kanonenfutter hin. Rekrutierungskosten von Mustern. Tragbares Schild. Wespe. Von Wespen, also Wespen werden ultra gebufft, aber Rekrutierungskosten steigen. Aber ich spawn ja Wespen for free. Ich glaube, es wäre eine krasse Synergy. Weil die Wespen, die jetzt hier gespawnt werden, ja. Angriffsreichweite, erhöht die Reichweite und Flächenschaden, ja. Ich spawn jetzt hier Scheiße, die irgendwie, die, also die Sniper müssen gesoakt werden. Wisst ihr, wie ich meine? Wirklich. Links, also ich surrendert links eh. Ich glaube, man muss immer upgraden, weil einfach der Value doppelt so hoch wird. Das sollte ich immer schauen. Gibt es Truppenlimit? Gibt es irgendwie Truppenlimit? Geräte? Oh ja, ich habe das Truppenlimit erreicht. Lol. Upsi. Verstehe. Okay, das macht aber auch Sinn. Jeder Angriff feuert nacheinander zwei Granaten ab, erhöht jedoch die Nachladezeit um 12%. Generiert einen großflächigen Schild, der alle Verbündeten schützt. Die HP des Schilds erhöht sich um 40.000 pro erhöhtem Level der Einheit. Produziert 12 Fangzähne, das sind anscheinend auch irgendwelche Units. Erhöht die Reichweite. Okay, also der Schild, safe. Dann will ich aber auch nicht die Reichweite erhöhen, weil dann laufen die hier raus aus dem Schild. Produziert Units, safe. So, was habt ihr noch? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Nutzt zerstörte Gegner. Oder zerstörte Crawler. Das sind, ich glaube, Raub ist Crawler, kann das sein? Hinterlassen Säureflüssigkeit. Was ist denn mit denen, die schon... Naja, du, was mit dir? Nee, bei dir ist alles zu teuer. Was ist mit denen? Die sind fast Level up, okay. Die vielleicht Geschwindigkeit, dass sie schneller am... Aber was mit denen? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 5 und ermöglicht es Phoenix während der Einsatzphase jeder Runde neu zu positionieren. Geil. Okay, dann machen wir das so. Und den noch mehr nach außen. Ich will wirklich, dass der als allerletztes stirbt. Sind die denn auch gegen Luft? Nur Boden, okay. Was ist, wenn er einfach von der Seite kommt? Dann greifen die... Okay, aber nur er greift die an. Und unterstützt von den Phoenix-Units? Wir probieren das auch. Ist natürlich risky, weil ich will ja eigentlich, dass er als letztes zerstört wird, ne? Okay, Abfahr... Nee, warte mal. Okay, los geht's. Hä? Ach, der Teleport dauert.
Okay. Jetzt? Direkt tot. Die haben das instant zerstört. Alle sind aus dem Schild raus. Katastrophe. Die sind jetzt geslowed, weil das da zerstört wurde. Das erklärt, dass man... Ja... Aber das hier klappt wunderbar. Oh mein Gott. Okay. Die rasieren übel rein. Warum sind die jetzt so ultra-tanky und sind so vernetzt? Ja, da bin ich tot. Aber ich glaube, ich bin süchtig. Okay, da müssen wir nochmal ran. Vor allem, das war einfach, ne? Muss hier mal geben. Aber geil, liebe ich, wenn Bots auch fordern. Aber am Anfang fordern Bots immer. Okay. Das war gerade unser Gegner, dieser Scharfschütze Mustang. Und wir können jetzt auch die Effekte besser einordnen, weil wir wissen, wie viele Ressourcen wirklich gut sind. Ich würde den Sturmrufer probieren, das ist das Artillery-Ding. Wobei die Startunits, na doch, ist schon aussagekräftig, weil man ja direkt welche spawnt. Erhalte in Runde 3 kostenlos Level 1, ein Level 2 Rhino. Rhino ist wahrscheinlich Raupe? Ich probiere den mal aus. So, dieses Sturmrufer ist übelste Artillerie. Nee, ich will den schon mittiger positionieren, falls irgendwann mal was flankt. Oh, Baller. Nee, wahrscheinlich machen wir das sogar so. Irgendwie. So, und dann haben wir jetzt hier diese Raupen. Was sind denn hier so für Verbesserungen? Erhöht die Reichweite und Flächenschaden. Also, ups. Eigentlich will ich ja auch schon irgendwie, dass sie früh genug Damage machen. Jo, der hat den direkt hier Stufe 3, den Scharfschützen? What the fuck? Ich würde das, glaube ich, so machen. Und so. Weil letztendlich... Ich weiß ja nicht, wie die Artillerie... Läuft. Abfahrt. Jo, das ist aber mutig, Bro. Das ist mutig. Komplett geintet, der Kackbot, ey. So, wie hoch ist die Range? Ja, die fahren den weg. Die sind alle tot, bevor die effektiv Schild sein. Okay. Haben die viel AOE? Jo, die sind gut gegen Masse. Okay. Aber schießen die in den Lauf? Ist jetzt die Frage. Das sah ganz gut aus. Ja, ein bisschen, oder? Ja, das ist jetzt nämlich das Problem. Jetzt ist quasi die Unterstützung weg, die sie deckt. Die sind zu schnell gewesen. Scheiße, ist eine Kack-Kombo. Ist eine Kack-Kombo. Oder ich muss sie weiter vorne positionieren, aber das ist jetzt nicht mehr änderbar, ne? Erhöht den Schaden von Abwehrraketen. Senkt die Upgrade-Kosten von Raupe. Gewährt dem ausgewählten Trupp während der Einsatzphase in dieser Runde eine zusätzliche Bewegungschance. Repariert kontinuierlich Schaden. Okay. Upgrade-Kosten von Raupe minus 50. Das sind die kleinen Viecher, die wegrennen von mir. Okay. Wir brauchen irgendwie noch einen Tank, der die Sturmrufer defft. Ich habe das Gefühl, diese Sledgehammer sind ganz gute Tank-Allrounder. Bogenlicht? Standard-Crowd-Control-Bot. Mhm. Nashorn. Kriege ich ja später for free in Runde 3. Hohe Geschwindigkeit, hohe HP und in der Lage auf kurze Distanz massiven Spritzschaden zu... Kann es sein, dass mit Spritzschaden irgendwie AOE-Schaden gemeint ist? Slash-Damage? Ich habe gar nichts gegen Luft, ne? Fällt mir gerade auf. Hm.
Ich glaube, ich probiere tatsächlich Sledgehammer. Aber wahrscheinlich hinter die. Ach, ich weiß nicht. Oder vor die. Ich hab's ein bisschen verkeckt alles, habe ich das Gefühl. Naja, die fahren vor, werden wahrscheinlich überholt, oder? Wie schnell sind die? 7 Meter nur. Ja, die sind doppelt so schnell. Aber dann werden die direkt vom Sniper aufs Korn genommen. Ich will eigentlich, dass der Sniper direkt... Die sind sogar einen Tucken noch schneller. Langsam. Ja, dann packe ich die hier hin. Und hier dann irgendwann auch. Abfahrt. Nee. Wir können hier mal was machen mit den Rest. Mit der Restkohle. 150. Reichweite erhöht. Aber nur in dieser Runde. Das ist ja doof. Mehr HP aller Einheiten. Das machen wir. Alle Einheiten haben jetzt 10% mehr Leben. Abfahrt. Junge, wie die halt instant schießen und der Sniper nur eine Unit rausnimmt. Traum. Aber deswegen bleiben die so lange stehen. Das ist ein bisschen... Oh, die haben Luftunits. Ja. Und die fahren irgendwie alle nach links. Echt fast nur da zum Ablenken irgendwie. Ach du Scheiße. Ja, wir haben gar nichts gegen Luft, ne? Ich sack ganz schön. Aber es ist ein gutes Zeichen, wenn es trotzdem Spaß macht. Die Trefferpunkte von Arclight erhöhen sich. Das sind diese CC-Units. Oh, das ist krass. Alle Upgrades sind 50% billiger. Das ist ziemlich gut, oder? So, jetzt habe ich hier Nashorn for free. Das bist du. Junge, das ist einfach so ein Kreissägen. Mac. Der relativ schnell ist. Ja, ich brauche jetzt Anti-Air irgendwie. Tatsächlich. Anti-Air. Sniper? Ich habe das Gefühl, die Sniper sind echt gut. Ja? Guck mal, der hat gar keine Sniper, der hat Bogenlicht. Ach, das sind die Viecher, okay. Wollen wir mal Sniper spielen? Fang. Luft und Boden. Leichter Allzweckbot. Mhm. Ja, ich würde einen Sniper ausprobieren. Glaube ich. Ein. Der hat rechts sehr viel, ne? Machen wir rechts einfach 2 Sniper hin. Irgendwie nicht so geil. Weil hier passen nicht 2 nebeneinander. So, aber dann... Okay, der greift die an. Gut. Ja, irgendwie so. Jetzt können wir, genau, hier upgraden. Wollen wir das Nashorn pimpen? Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit. Reduziert Angriffsintervall. Stellt bei erlittenen Schaden automatisch 4,5% maximale HP pro Sekunde wieder her. Jo. Hab ich ja übel Bock drauf. Stellt nach der Zerstörung eines Feindes LP in Höhe der TP des Feindes wieder her. Das machen wir einfach beides. Ah ne, die werden ja teurer, wenn man eins mal gewählt hat. Selbstzerstörungsmechanismus, wenn er drauf geht, okay. Der hat sehr viel Leben. Wir machen mal, dass der schön lutscht. Verteidigungsrakete. Nee. Können ja mit 50 die Anzahl der Einheiten in dieser Runde gekauft werden können. Ja, nee. Das sind immer so einmalige Sachen. Ne, wir machen Go. Und hoffen das Beste. Ich muss sagen, mir fehlt ein bisschen dieses Rerollen. Also, dass der so wasted ist und trotzdem gewinnt, ist ganz schön traurig. So, Sniper. Macht die Bogenlicht-Scheiße da weg, genau.
Hä? Warum ist der nicht tot? Die machen dem keinen Schaden. Also Nashorn hält übertrieben viel aus, aber ich verstehe gerade nicht, warum generell irgendwie kein Schaden reinkommt. Okay. In Nashorn ist ja insane. Was passiert da? Warum ist das Nashorn so insane? Links, die, links. Ja, genau. Schieß ab. Boom. Sehr gut. Links, 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 links. Boom. Nicht die kleinen. Links. Ja. Nein. Also Nashorn ist insane. Junge, wie schnell der angreift. Aber der ist übel. Warum ist der denn so geslowt? Wegen diesem Bogenlicht-Scheißviecher, wa? Jetzt ist er nicht mehr. Mach's kaputt. Einfach full life. Warum ist der so tanky? Ah, davor ist so ein kleines Drecksvieh. Hä? Warum ist der so tanky? Ich ralle es nicht. Hä? Der macht komplett Solo-Bolo. Jetzt kriegt er Schaden. Nee. Okay, der ist ja wirklich einfach nur geil. Ja, aber ich ralle nicht, warum er manchmal keinen Schaden kriegt. Der ist auch dadurch, dass er alles gekillt hat, ist, kann ich den auch gleich Level-Up machen. Der heilt sich einfach voll, während der vor dem wegrennt. Und weg. Ja, aber jetzt, du kannst sie ja nicht angreifen, ne? Jetzt lässt er sie einfach abballern, ja. Ja, aber die können den auch nicht killen, weil er zu viel Life-Rack hat. Einfach unentschieden. LMAO. Erhöht EP-Rate von Festung um 100%. Festung war auch geil. Crawler werden kontinuierlich aus dem ausgewiesenen Bereich auftauchen. Ist eine Fähigkeit, alle drei Runden. Schnelles Modul. Das kommt sowas von ins Nashorn. Und das Nashorn wird sowas von geupgradet. Junge, der rennt jetzt richtig los. Okay, ich habe das Gefühl... Ach, oh, die sind kostenlos, weil ich das ja reduziert habe. Oh, das spart so viel. Ja. Das ist... Woher? Also, krass. Das müssen wir irgendwie... Die brauchen ja eine ganze Weile, ehe die quasi da stehen. Ne? Was macht super viel DPS und greift Luft um Boden an? Fangen, oder? Oder Festung, nur Boden, nee. Nur Boden, Schmelzpunkt, Luft um Boden. Ja, aber es ist nicht so DPS, es ist eher so ein, der beschwört Crawler. Ich find's geil, dass die Großen alle kleine Units beschwören. Ich glaube, fangen. Und ich kann noch zwei haben. Das heißt, ich könnte da zwei Fang-Units reintun. Wäre aber ein bisschen wasted, weil ich habe echt genug Kohle. Mustang ist gegen Luft und Boden. Den haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Wir haben immer Sledgehammer gesehen. Wespe. Schnelle und fragile Lufteinheit. Sie können furchtbaren Schaden anrichten, solange ihre Gruppe intakt bleibt. Mustang. Hohe Geschwindigkeit, große Reichweite, dennoch fragil. Gut gegen Units mit Low HP. Wo sehe ich denn die Stats der Units? Ich sehe immer nur die Fähigkeiten. Ich würde gerne die Stats sehen. Eine riesige Einheit, die Feinde aus der Ferne mit einem Laserstrahl angreift, der allmählich an Größe zunimmt. Der Fluch aller Einheiten mit hohem HP. Ich glaube, ich brauche so Mittelklasse und... Das Ding ist... Oh, jetzt habe ich die schon beschworen, oder? Ne, ich habe die jetzt freigeschaltet. Ja, ich probiere jetzt Mustang. Okay. Okay.
Und die sollen sofort angreifen, während die spawnen. Aber kann ich irgendwie die Ausrichtung ändern, dass die irgendwie... Also, versteht ihr, was ich meine? Dass die halt so stehen? Rechtsklick gedrückt halten, Linksklick gedrückt halten? Nee. Ich kann ja deren Gruppenaufstellung irgendwie nicht so ändern, oder? Hier sind überall Pfeile, aber ich kann da nichts anwählen. Hm. Okay. I guess, das passt so. Nashorn, du kriegst jetzt noch, oder? Ne, du warst schon übelst am Rasieren. Was kann der Sniper so an Upgrades? Erhöht Angriff, Feuer nacheinander. Also, jeder Angriff feuert nacheinander 2 Kugeln ab. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass sie sehr lahmarschig sind. Und Range nochmal erhöhen. Vervielfacht die Angriffsgeschwindigkeit von Marksman auf Kosten von geringerem Schaden. Verursacht bei einem Treffer elektromagnetische Störung. Okay, also doppelter Schuss klingt schon ziemlich gut. Können die hier irgendwie nochmal ein 50er Upgrade? Nee, ne? Gut, ich starte. Was passiert hier? Warum sind die instant gespawnt? Hat er wahrscheinlich irgendwie... Okay, das läuft aber für die Übermacht ganz gut. Aber ich glaube, er hat wirklich irgendwie getaggt, dass er... Oh, das Nashorn ist insane. Aber jetzt zerstören die es leider trotzdem. Die nerven. Aber die Sniper können die diesmal, glaube ich, wegmachen. Wo sind meine Sniper? Ey, du miese Ratte! Jetzt wieder nur das Nashorn da, was alle fertig machen wird. Es ist bescheuert. Okay, aber der Phönix... Ach ne, ist auch ein Gegner. Scheiße. Dass die jetzt immer von hinten kommen, die Arschlöcher. So, schafft er es diesmal genauso zu rasieren? Das ist die Frage. Boah, der ist echt super schnell. Nur ich würde so tilten, hätte ich den gegen mich. Weil der Gegner gewinnt haushoch. Aber den kriegt er nicht tot. Töte ihn, Bot. Ja, geil, Nashorn ist nice. Nashorn ist ja überbastet. What the fuck? Oder ist einfach genau der Counter gegen die Units, die er hat. Das Problem sind nur die Drecksviecher. So, ist jetzt wieder unentschieden? Ah, die Sekunden. Ah, okay, hier oben läuft der Timer. Aber diesmal kriegen sie ihn gekillt, oder? Nee, nicht so. Ja, doch. Slow and steady. Aber jetzt kriegt er wieder ultra viel Leben. Weil er kriegt ja das Leben von dem, was er zerstört hat, wieder über ein paar Sekunden. Das heißt, ich glaube, es wird wieder unentschieden. Was gut für mich ist, weil ich richtig heftig verliere. Dass der hin meine Sniper wegmacht, ist so smart. Diese miese Sau. Geil. Aber ich krieg 100 Schaden mehr. Okay, das geht gar nicht, Freunde. Was haben wir hier? Superschwere Rüstung. Alter, Trefferpunkte werden um 200% erhöht. Hm. Jede Einheit, die Rino tötet, erhöht ihren ATK für diese Runde um 10. Oh, wow, das ist krass, aber... Der rasiert eh schon durch, tatsächlich. Wir machen super schwere Rüstung und geben das. Also ich stelle hier was hin, was das alles fickt. Warte mal. Oberherr, oder? Der ist eh geil, weil man den immer repositionieren kann. Ich frage mich, ob er irgendwie getaggt hat, dass sie so instant spawnen. Hier, doch Sprungantrieb wahrscheinlich, ne? Nee. Weil ich hab, ne, ich hab irgendwie das Gefühl... Nee, warte, der darf den Sniper nicht anrühren. Ja. So, und du sollst Sachen spawnen. Damit du nicht hier so allein in die Fresse bekommst. Zack. Und du kriegst die Rüstung. Dann hast du 200% mehr HP. Und dadurch tankst du das alles easy weg. Der geht Stufe 4. Lul. Upgrade. Ah, scheiße. Ich kann nicht upgraden. Egal. Sehr gut.
Jetzt sind die Wespen da, die soaken Damage. Oh, hier wurden die jetzt weggemacht. Okay, aber das hier, die Sniper sind jetzt safe. Und das wird's carry. Weil die Sniper werden hier die Luftunits jetzt diesmal wegmachen. Rhino ist der Übertank. What the fuck? Ja, das ist eklig, wie die links alles wegmachen. Aber rechts gewinne ich genauso hart, wenn nicht sogar härter. BSC. Sniper bitte nach links. Ja, zwei Schüsse. Schön. Aber du sollst lieber die Fliegen denn alle wegmachen. Bitte. Wobei, ich habe auch immer noch Oberherr. Und er ist der Oberherr. Ja, das ist so sick. What the fuck. Guck mal, jetzt kommen neue Wespen, weil der Kampf schon so lange dauert. Die soaken den Damage. Oh, oh, oh. Oh, Junge, Nashorn kassiert. Luft, Oberherr auch. Kill ihn, kill ihn. Jetzt kriegst du HP. Oberherr ist tot. Aber die Wespen leben noch. Wespen. Ja, ja. Er ist wieder unentschieden. Die rennen jetzt einfach weg. Die sind sehr ineffektiv gegen die, weil die nur so One-Target schießen, nicht AOE-Damage machen. Was ist denn hier los? Der spawnt die. Das Cockpit eines zerstörten Phönix folgt dem nächstgelegenen verbündeten Phönix und wird in 20 Sekunden vollständig wiederhergestellt. Dieser Effekt kann nur zweimal pro Kampf die respawnen? Also diese Phönixe machen mich übel lang, leider. Aber wenn der Oberherr ein bisschen levelt, habe ich das, glaube ich. Also das war schon close tatsächlich, auch wenn ich jetzt noch härter aufs Maul krieg, aber ich bin da an was dran. So, auf jeden Fall, die ATK von Einheiten, die mit diesem Gegenstand ausgerüstet sind, wird um 75% erhöht. TP auch. What? Ist ja insane! Mit diesem Gegenstand das für Schmelze, die plane ich nicht zu bauen. Das ist für die Artillerie, die ich gar nicht irgendwie mehr nutze, weil die halt so schnell geflankt wird, dass sie immer tot ist und ich kann die nicht umpositionieren. Hm. Okay. Ja, aufgeladene Munition, elektromagnetische Interferenzen. Mhm. Ja, ich nehme den Verstärker. Das ist ja insane. So, der Oberherr braucht irgendwie einen Buff. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Oberherr um 5, ermöglicht das Oberherr während der Einsatzphase jeder... Ja, kann man repositionieren. Mehr Flächenschaden, Reichweite, Angriffsreichweite. Hm. Angriffsreichweite wäre gegen die Phönixe ganz gut. Also, genau, ihr kriegt mal ein Level up. Und die sind alle Level up, scheiße. Also, Rhino braucht ein Level up. Theoretisch die ganzen kleinen. Ist ja gratis. Geil, sind jetzt Stufe 3. Sniper wäre auch nice. Ich muss jetzt aber gucken, wie ich ausgebe, weil ich könnte auch hier noch was machen. Kann ich irgendwie bei denen skillen, dass ich die repositionieren kann? Oder dass die Luft angreifen können? Nee. Bei denen? Nee. Was kann ich bei denen machen? Ich brauche halt hier irgendwie mehr Angriffsreichweite, mehr Flächenschaden. Das beides wäre krass für 300. Mehr Flächenschaden, aber Angriff runter, aber hier erhöhe ich wieder den Angriff. ATK erhöht sich bei Lufteinheiten um 75%. Erhöht die Reichweite um 25%, wenn Luftraumeinheiten angegriffen werden. Okay, dann sind die noch effektiver gegen Fliegende. Wieso waren das eben eigentlich so viele Phönixe? Weil hier sind doch nur 4. Ah, anscheinend spawnen die welche nach oder so. Also hier muss was passieren. Ich kann die verbessern, ich kann hier aber auch noch was hinsetzen. Die Frage ist, was? Vielleicht von unten Sniper? Oder, warte mal, wie viel Leben haben die? 3.600, wenn die geupgradet sind, 3.200. So, so ein Sniper, wie viel Damage macht der? Der one-shottet die, wenn er das hat. Doppelschuss.
Das heißt, ich könnte hier unten Sniper setzen. Das Problem ist nur, er kann die repositionieren. Dann setzt er die einfach auf meinen Sniper und dann sind die quasi gecountert. Vielleicht kleinen Scheiß, damit er die fokussiert. Oder auch hier ein Oberheer rein. Oder? Der kann ja auch ruhig ein bisschen tanken. Und der... Oh, die Upgrades sind übergreifend okay. Das ändert einiges. Das heißt bei den Snipern auch, das ist ja insane. Ich habe das Gefühl, ich sollte die nicht upgraden, weil die sind eh so bad. Also einfach, weil die jede Runde weggeflankt werden. Aber hier könnte ich doch noch was hinstellen. Was ist, wenn ich hier jetzt Sniper hintersetze? So, weil die habe ich ja eh auch schon ein bisschen verbessert. Ne? Ja, mach doch. So, und die jetzt vielleicht mehr Damage und mehr Flächenschaden. Ja, okay, erstmal nur mehr Damage, weil es wird ja teurer, habe ich vergessen. Dann könnte ich hier sagen, alle haben mehr Damage. Ermöglicht den Einsatz von Wiederherstellung vor Ort, zerstört. Zerstöre einen bestimmten Trupp und erhalte eine volle Rückerstattung. Ja. Das würde ich gern machen, tatsächlich auf die Range Dudes, I guess. Oder Sledgehammer ist auch nur gegen Boden und lahm. Philipp, lahm. Die Kleinen sind actually überflüssig, glaube ich, tatsächlich wirklich. Aber ich kann die für umsonst upgraden, das macht sie ziemlich stark, finde ich. Aber Nashorn tankt halt alles weg. Ich kill die Sledgehammer. Und dann... kann ich trotzdem keine mehr setzen. Das ist komisch. Aber dann upgrade ich die auf Stufe 3. Und die auf 2. Dann habe ich es genau rund ausgegeben. So, was... Also rechts sollte ich ziemlich easy gewinnen, glaube ich, wieder. Da ist das Gleiche. So, was passiert links? Oh mein Gott. Okay, ich habe hier komplett reinrasiert. Der spawnt immer noch. Okay. Ich habe unnormal... Okay. GG. Wieso sind die auf einmal alle so geplatzt? Ja, jetzt die Arti hier tatsächlich sehr gut. Weil die ballert die schön auf dem Weg zum Nashorn ab. Das ist traumhaft. Die brauchen noch mehr Range, dass sie durchgehend ballern. Wobei Nashorn carryt das halt so durch. Das ist disgusting. Ey, Bots sind so einfach leider. Oh, Junge. Junge, 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 Junge. Tragbares Schild. Ich glaube, das killt ihn links komplett. Ja. Tragbares Schild. Achso, wiederherstellen. Nö. Aber das... Hallo, ich habe Verstärker noch gar nicht. Mache ich, glaube ich... Kann ich die auch wieder runternehmen? Bewegungsgeschwindigkeit? Ja, also ich mache hier das tragbare Schild. Das ist ideal. Genau, die level ich... Ja, Moment. Jetzt Verstärker. Ja, mache ich auf die, glaube ich, drauf. Dann sind die jetzt 75% stärker und haben 75% mehr Leben. Das ist insane. Leveln. Juppie. Oh, hier ist Upgrade. Hier auch ganz viel. Oberherr verbessern, I guess, oder?
Actually, kein Upgrade ist für Close Combat gut. Dann die wahrscheinlich. So, das wollte ich. Genau, Flächenschaden. Und gegen Lufteinheiten nochmal mehr Damage könnte ich auch. Ich kann aber noch eine Unit setzen. Dann hau ich tatsächlich... Ja, Sniper verbessern wäre auch sick, weil ich davon mehrere hab. Den setze ich da einfach auch nochmal hin. Ja, und hier noch ein Muster. Die habe ich ja auch schon gut ausgebessert. Glaube, wir sind good to go, oder? Die Klee nochmal upgraden vielleicht. Zerstört. Ja, ich glaube, Gegner nutzen, um mehr Crawler herzustellen. Klingt auch nice. Haben die jetzt alle? Abfahrt. Platzen halt instant. Aber er ist hartnäckig irgendwie. Aber der Schildgenerator ist halt GG, oder? Ist aber nur für das Schiff, lol. Ich dachte, es wäre so für alle, wie letzte Runde der... Die haben auch easy gewonnen. Oh, what? Ja, counter ich aber ziemlich, oder? Weil ich halt regeneriere. Du Opfer! Ja, Maxim spielt, der Noob. Den werde ich auch noch wegmachen in diesem Game, ist ja klar. So. Der hat da schon irgendwie 20 Stunden drin. Verstehe ich jetzt langsam. Ja, GG, Leute. Komplett Rasur. Okay, das Game macht leider sehr viel Bock. Schaut da gerne vorbei. Ist free to play quasi, ne? Bei Testserver. Ihr müsst da einfach nur den Button drücken, irgendwie, dass ihr euch dafür bewerbt. Für das Spiel. So auf deren Shop-Seite. Und das quasi instant. Also bei mir war es, ich klicke da drauf und instant war das Spiel downloadbar. Keine Ahnung. Also sehr free. Ansonsten schaut bei Maxim vorbei, der streamt das ganz viel. Ich glaube, Johnny auch ab und zu. Ich habe auch Bröki gesehen, der streamt das. Patrick auch. Ja. Erzählt mal, was ihr meint. So, hat das Potenzial? Wollen wir das mehr bringen? Ansonsten, ja. War ein schöner One-Punch, I guess. Aber ich glaube, ich werde es zocken. Also ich glaube, das ist auch für Stream Deck ziemlich nice. Wobei, man braucht Maus. Steam Deck. Okay, wie auch immer. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.